Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde von YouTube und Twitch. Euch allen viel Spaß hier bei unserer Sendung und gleich geht's weiter nach dem Intro. Der Hund, der bleibt allein. Das Auto drauf parken, das interessiert ihn gar nicht. Ne? Aber der bleibt, du guckst doch mit dem Weg. Der bewegt sich kein Millimeter, der Hund. Kein Millimeter. Ding der Mann. Wo ist denn Peter? Ach, da so, steht er. Da war ein Kaudai-Mann. Den kenne ich mit Lühn. Lühn! Was jetzt? Lühn! Straße, Lühn! Hm? Er hat schon Lühn! Oder keine Ahnung. Moment, Moment. Kann nur lösen, kann sie. Ja, sehr jeden. Au. Oh, Frau. Genauso rollig wir hin, wie wir hingeholt sind. Seid ihr abhoben? Das ist einer der wenigen Teils, die handwerklich geschickt sind. Wow, das ist da, wo die Scheine Flasche öffnen macht. Zum Beispiel. Kann ich mal gedenken. So, wir sind jetzt hier beim Peter, seinem Schwager, und schauen uns das mal hier an. Ne? Er macht also solche Holzarbeiten. Gehen wir mal in seine Werkstatt. Da hat er eine schöne Werkstatt. Guck mal, was er schön im Kreis hat. Hör mal, lieber. Ich habe so ein Ding fertig zu Hause stehen. Ach, das sind Dolampons. Ja, ich sehe es. Nur Einzelhandfertigung. Ja. Der kriegt Bestellungen aus Bangkok. Da hat er so ein paar Händler, die das für ihn organisieren. Und der baut nur Also Dolampons ist ja eine, das sind Lautsprecher, wo der baut. Hier mit. Also als Maler und wow. Opoxid hat ja gehärtet und geklärt. Ne? Radio. Ich habe natürlich die Krönung bei mir, sind die ihn dann noch beleuchtet. Zeige ich dir nachher. Klasse. Das ist irgendwie das Neueste, so kleine hier. Ja. Und dann ist alles sauber, oh, sauber, aber ehrlich, ey. Ohne Tacker, alles. Mein Lieber, guck an, und alles Dewald. Und alles tief. Ha? Männerspielzeug, ja. Wow. Ja, ja, keine Nägel natürlich. Nicht. Keine Nägel. Alles verleimt. Ja, guck an. Schönes Handwerk, guck an. Gut, er ist auch gut ausgestattet, mein lieber Mann. Ja. Was ist das? Epoxid Harz. Ach, Harz, ja. Ne? Du hast jetzt eine Maschine, Hund, hey. Wow. Das ist auch im Laufe der Zeit immer zugekauft. Ja, ja, klar. Ne? Die habe ich ihm letztens gekauft, ja. Auch mit in Deutschland. Eine Bäuerle. Genau. Wo ist der Kommandant? Wo in Deutschland? Von einem anderen Deutschen hier in Pä, der wollte die loswerden. Ja. Oh, das ist eine Box. Das ist ein Geschenk von dieser Große. Eine große Box macht geht und eine kleine geht als Geschenk. Bluetooth-Boxen. Ja, 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 ja. Sauber. Ah, interessant, Leute. Ne? Keine Massenware. Alles Einzelanfertigung. Peter ist ein Schwager, tut alles Einzelanfertigen. Ne? Das ist der Meister selbst, der macht das also alles Handarbeit.
Ich habe das nur vermittelt. Boah, Winterkeit, ja, da ist sagen, da, du, sagen, also hier, bei ihm kann man auch bestellen, wenn er also Interesse dran hat. Wenn er Interesse dran hat, kann man sowas auch hier bauen lassen. Ob alle möglichen Größen, alle möglichen Maße. Ja, könnt ihr direkt dann bestellen und wir geben das gerne weiter an den Peter. Ne? Saure Werkstatt her. Ach so, okay. Oh, sieh. Nee, und ich habe Party. Oh, du da hat er eine Party-Boombox gemacht. Hallo. Oh, das ist sein. Ja, ja. Oh, Party. Oh, ich Ja, schöne Werkstatt. So, Leute, aber länger kann man nicht bleiben, Leute. Wir leben unser ganzes Leben. Ja, dann komm, dann lass uns. Doch, sie kommen, hey, wie konnte ich mich? Oh, หมายถึงพี่ซื้อทุกอย่างรวมทุกอย่างเองเลยนะประมาณเท่าไหร่ไอ้เดี๋ยวไปนี้ของผมไปซื้อรูปทูบอ๋อเหรอของมีอยู่แล้วไอ้ของอ๋อเหรอประมาณไงคะ Froh lieber mal was Gehäuse kostet so ein Teil ประมาณเท่าไหร่พี่เออประมาณพูดอย่างนี้ดีกว่าง่ายๆอันนี้ที่เขาสั่งทำอันนี้ประมาณ16,000นูอุปกรณ์เขาซื้อมาให้ใช่ Also bis die Box fertig อุปกรณ์เขาซื้อมาให้เดี๋ยวผมคิดการตู้นี้6,000อ๋อหมายถึงพี่พูดข้าหมูคือรวมหมดแล้วอ่า und was kostet das Teil 6,000 also also folgendes er macht das Gehäuse kostet 6,000 mit allem was dazu da hat also gute Materialien geholt also jetzt hat die ganze Boxe wo du hinkommst mit der Boxe kostet 16,000 jetzt das Holz was hat er gemacht diese Holzarbeiten kosten 6,000. Nur kann man ja wirklich nichts sagen, dass du so Klägefuschel hast. Ne? Ja, so ist es. Ne? Kein, also alles geleimt, alles verleimt, keine Schrauben oder Nägel oder sowas, ne? Alles verleimt und verzapft. Da liegt immer Wert drauf. Ja, da hat er recht. Alles verleimt und verzapft. Ne? Fiona sagt, ich lache mich weg, die Clips sind einfach geil. Die gucken bloß Clips im Moment. Oh, schön, mei. Der mit mir sind Jan, die ist da. Oh, mit mir sind Jan, das ist da, no? Die hier? Ja. Von wo jetzt, mei? No, mobile phone. Wi-Fi hat er, soll er mal sein Wi-Fi geben. Ne, hat er Wi-Fi, das soll man sein Wi-Fi geben. Das denke ich, dass unsere Zuschauer es mir zeigen. Dann. Also selbst als Schwager, wenn ich gerade den Holz gemacht und habe zu Hause, dann greife ich ja immer auf ihn zurück. Ja. Ich muss mich immer hinten anstellen. Das ist eine tolle Kreissäge. Boah, Hammer hier, oder? So, jetzt zeige ich euch mal weiter. Der baut also auf Bestellung, macht er diese Boxen hier. Der baut also diese Boxen hier, ja? So, das geht aber nach Bestellung. Man kann also hier, diese Boxen sind alle verzinkt, verleimt. Keine Schraube, kein Nagel. Na, jetzt sind wir hier bei einem Schreinermeister hier, der nur solche Boxen auf Anfertigung macht. Der macht also auf Bestellung nach Bangkok und überall tut er die Dinger dort bauen. Ne? So, und dann kann man die natürlich auch, er baut sie natürlich auch komplett zusammen. Hier mit den Lautsprechern, alles was so dabei ist. Ne? Das sind so spezielle Klassik-Serie, Subwoofer und alles. Ne? Die baut er dort, die Sache verbaut er dort drin. Ne? Also das ist schon sehr hochwertig. Ja, das ist hochwertig, ja, das mag ich gleich.
Keine China-Ware. Keine China-Ware. Nee, das ist also schon was Ordentliches, was er da macht. Ne? Super, dass wir jetzt Wi-Fi gekriegt haben. Ne? Schaut euch an, was er fährt. Was ist das da? Schleifbank? Hobelbank. Nicht Hobel. Eine Abrichtbank. Eine Abrichtbank hat er. Ne? Ach so. Das ist aber einer, was er sich gebaut hat. Da es sich um geschützte Musik handelt, kann ich leider diese Töne nicht weitergeben. Sie sind nämlich geschützt. Das ist also der Dang, das ist also der Schwager von unserer Wandi. Also diese Box, Guido, diese Box kostet, wenn sie fertig ist, 16.000 Baht. Ja, genau. Echte Handarbeit, hier auch mit Epoxidarbeit, seht ihr hier mit Gold eingearbeitet, mit Epoxidharz, ne? Ben Hong, ne? Epoxidharz, seit Hong, ne? Die kostet also 16.000 Watt komplett, wenn sie fertig ist. Ne? Mit Elektronik drin, mit allem drum und dran. Ja, ja. Also Maisack ist also Teakholz, ne? Aus golden Tee gemacht. Und hier, wer die bestellt hat, bekommt noch eine extra dazu. An die Tämnung, ne? Das ist also eine Bluetooth-Box, ne? Eine Bluetooth-Box noch kriegt derjenige noch dazu, ne? Alle Bestellungen werden hier aufgenommen, hier vom Meister Dang. Dang. Ah, und dann Beleuchtung ist natürlich beleuchtet hier. Komplett beleuchtet auch noch, ne? Das ist ja gut ausgerüstet, schau dich mal an. Ja, für den Materialensatz und für die Arbeit. Gell? Aber das Teuerste sind die Boxen. Die Boxen kostet 10.000 Baht. Die Arbeit hier selbst kostet 6.000 Baht. Also das hier kostet 6.000 Baht. Ne? Was teuer ist, ist hier die Elektronik. Die Elektronik kostet hier 10.000 Baht. Hier die Arbeit hier mit den Goldeinlagen hier, das kostet nur 6.000 Baht. Das muss man vorstellen. Ne? Alles aus Teakholz gemacht. Bei Phuket. Die geht nach Phuket hier. Dies geht nach Phuket hier. Ne? Ja, wie gesagt, man darf das ja nicht vergessen. Ne? Die Handarbeit selbst kostet nichts. 6.000 Baht ist ja nichts, Leute. Ne? Und sieht ordentlich aus. Schau mal, da hat hier das verzapft. Hat das verzapft hier alles und alles schön verleimt. Da sind keine Schrauben drin. Das finde ich so interessant hier mit Epoxidharz hier. Noch eine Goldlinie reingebaut. Sieht richtig cool aus. Und dann kommt noch Beleuchtung rein. Ne? Matobe, lieben Dank für dein Follow. Schicken die auch nach Deutschland. Versendet der die auch nach Deutschland, Peter Frodomo. Da müsste man mal prüfen, wie das zolltechnisch ist. Wie das zolltechnisch ist? Ja gut, Zoll wird man bestimmt drauf zahlen, wenn man auf die Rechnung holt. Wenn er eine Rechnung schreibt von 250 Euro, dann zahlst du Zoll auf 250 Euro. Besser ist, wenn man das mitnimmt. Einfach mitnehmen. Ja, ja klar. Ne? Wie konnte haben, sang bei Jörnmann da mein? Ja, natürlich. Er sagt, man kennt das, er schicke, man muss halt nur den Versand halt kosten. Die Versandkosten muss man halt prüfen, ne? Genau, das ist der Peter, genau, richtig, David. Soll ich mal grüßen um David? Also, wenn jemand Interesse dran hat und was bestellen möchte, ihr könnt die auch mit der, man kann ja nur die Kaste bestellen, ohne Elektronik. Wenn ihr jetzt zum Beispiel die Boxe habt, ja, und sagt, ich wünsche mir die selber zusammenbauen, ich brauche bloß ein schönes Gescheit, dann könnt ihr zum Beispiel, was weiß ich, Bose einbauen und was der Teufel was alles. Du musst nur die Maße genau haben, genau. Man muss nur die Maße wissen. Was ist das da? Normale Akustik. Von Dänemark. Black Acoustics oder so ähnlich. Na, also kann man sich ganz hochwertig inbauen, weil da gibt es ja Fundbiss, gibt es ja noch. Klassik-Serie ist da. Dai Tonal Dio. Ja. Deswegen, man kann einfach, um das Ganze leichter zu machen, braucht man nicht Elektronen, kannst du dann daheim, wenn du das dann hast, ist das ja wieder komplett anders, ne? Wahnsinn, ja.
Und als Tam kriegt man immer sowas noch dazu, ja? Tam immer da läuft, ja? Ich habe mich gefragt, ich habe mich gefragt. Nur groß, oder? Ja, bei der Arbeit von 16.000 geben. Das tut. Oh, nicht so klein, nur groß. Beim Groß, wenn du so, du kannst ja auch so kleine bestellen, so ist ja nicht. Ne? Die kann man abstellen, dann kann man sein Blutes nicht machen. Ne? Aber wie ist das mit dem Holz? Das weiß ich nicht. Wie ist das mit dem Holz, Peter? Das Holz, du. Das ist doch ein fertiges Möbelstück. Also. Denke ich nicht. Also er meint, es wäre kein Problem. Also auch selbst er hat hier eine Genehmigung, eben so wie so ein Meisterbrief oder sowas, dass er halt eben sowas verarbeiten darf. Für Kleinmöbelbau. Für Kleinmöbelbau, genau, ja. Richtig. Ne? Große Möbel darf er nicht bauen. Große Möbel darf er nicht bauen. Jo, jo. Wie die das kontrollieren. Ja, das ist eine Geschichte. Stimmt. Eine ganz andere Frage. Guck mal, was du alles aber hat her, ne? Ja. Das ist so Epoxidharz. Blaues Epoxidharz an irgendwas. Interessant aus, gell, mit dem Epoxidharz. Ja, hier, die habe ich auch von den Bekannten besorgt. Ich wollte auch nicht mehr gebrauchen. Der ist mittlerweile 82. Der macht nichts mehr. Interessant, ne? Ja, jetzt waren wir einmal in einer Werkstatt, ne? In einer Werkstatt von einem thailändischen Schreiner. Möbelschreiner, ne? Kopfgemark ab. ดีๆๆพี่ดีอ้าวไอ้กระเบื้องไม่ฟรีสนี่ลายเดียวกันนะเนี่ยโอ้คุณเสื้อพี่ดีฮะบูโบนะเขาดูการนะเดี๋ยวเงียบเขาฟังเลยตั้งขายไม่ต้องใส่เครื่องมันเท่าไหร่ประมาณ2,000บาทเท่ากันนู้นอ่ะใช่ระวังเนี่ยนะWhen I go to Thailand, I learn to speak some Thai. I cannot eat spicy food, so I sip it my dai. I want to do some shopping, I ask how much tarai. But paying the price is very high, so I say lot dai mai.